Wir sehen uns auf reitschuster.de. Es ist unglaublich, der WDR-Journalist Jürgen Döschner bekommt 100.000 Euro Jahresgehalt brutto. Ihr habt euch nicht verhört, 100.000 Euro Jahresgehalt von euren Zwangsgebühren. Und er klagt jetzt gegen den eigenen Sender. Warum? Weil man ihn, so sagt er, so gut wie gar nicht arbeiten lässt. Also er bekommt diese 100.000 Euro und muss die absitzen. Und deshalb, jetzt geht's weiter, verklagt er den Sender sogar auf 75.000 Euro Schadenersatz. Auch wieder von euren Gebührengeldern, von euren Zwangsgebühren. Die will er dafür, dass man ihn kaum arbeiten lässt. Ja, es ist ein Stück wie aus dem Tollhaus, ein unglaublicher Einblick in die in das Innenleben der öffentlich-rechtlichen Sender. Und ich habe ja viel Kontakte dort gehabt, auch durch meine Zeit in Moskau. Den Jürgen Döschner kenne ich auch persönlich. Der war Büroleiter vom ARD-Studio in Moskau. Man kannte sich. Ich war auch mal mit ihm Kaffee trinken, dann, als ich vor vielen, vielen Jahren in Köln war. Plötzlich blockiert er mich auf Twitter. Also so agieren die. Warum? In meinen Augen ist Döschner ein Klimaradikaler. Er hat zum Beispiel gesagt, dass die Autoindustrie viele, viele tausende Menschen vergase wegen der Dieselmotoren. Also auf diese Idee, das mit Vergasen zu bezeichnen, muss man erst mal kommen. Er hat auch Klimaproteste bzw. Proteste gegen Kohlebergbau, hat er gerechtfertigt, dass das illegal passiert. In meinen Augen sehr radikal, ist in meinen Augen einer der Wegbegleiter derjenigen, die sich jetzt an die Straße kleben und Brei auf hochwertige Kunst schmeißen. Und ja, sozusagen ein gedanklicher Begleiter. Und vielleicht ist das der Grund, warum der WDR ihn kaum noch sozusagen arbeiten ließ. Glaube ich aber eher nicht. So wie ich die kenne, wäre diese Radikalität eher ein Plus. Ich glaube, das sind diese unglaublichen Hierarchiespielchen da. Es ist ja wie beim Militär. Es ist Kadavergehorsam und Pfauengehabe. Also wer das größte Rad schlägt und dergleichen dann Gendergerechtigkeit, Herkunftsgerechtigkeit. Also was mir da die Kollegen alles erzählt haben, völlig hanebüchend. Ich kann nur vieles nicht wiedergeben, weil man da wüsste, von wem das stammt oder solche Sachen, dass man mal die WDR Big Band nach Moskau fliegt zum Jubiläum des ARD-Büros dort. Naja, Gebührengelder sind ja da, ihr müsst ja eh bezahlen, da kann man auch auf breitem Fuß leben. Und Döschner fühlt sich nun massiv ausgegrenzt. Seit 3 Jahren befassen sich da auch schon Gremien damit. Und man hat dann gesagt, seit 38 Jahren dort beim Sender, man müsse ihm eine standesgemäße Beschäftigung finden. Hat man aber nicht. Er sollte dann zum Monitor, zu Restle, hat auch nicht geklappt. Restle sagt jetzt, ja, der hat sich unbeliebt gemacht, weil er die Regierung kritisiert. Ganz, ganz böse für einen Journalisten. Und ja, es ist wie Parodie. Und ja, man muss es sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. 100.000 Euro Jahresgehalt und bekommt keine Arbeit im Betrieb, in Anführungszeichen, will dann noch 75.000 Euro Schadenersatz. Und jetzt frage ich euch, in welchem normalen Betrieb wäre das möglich? Es ist nur möglich wegen dieser bizarren Konstruktion, dass die das Geld regelrecht reingestopft bekommen, dank eurer Gebühren, die ihr ohnehin bezahlen müsst, dass die Politik dafür, dass sie willfährig berichten, dass die Politik ihnen diese Gebühren sichert, und dann kann man sich auch so etwas erlauben. Jeder normale Betrieb, das ging ja gar nicht, jemand für 100.000 nicht arbeiten lassen. Aber das zeigt, wie perfide dieses System geworden ist, wie diese eigentlich gute Idee völlig pervertiert wurde. Und ich bin zutiefst überzeugt, wenn die nicht so pervertiert wäre, wenn die nicht zu kontrollieren für die Regierung gegen die einfachen Menschen wären, dann wären viele von den Fehlentwicklungen, die wir heute haben, ob das die Masseneinwanderung ist, ob das die Corona-Politik ist, die völlig überzogene, ob das die Energiewende ist, ganz viele von diesen Entwicklungen wären so nicht möglich gewesen. Und wenn man diesen ganzen Irrsinn, der bei uns passiert, irgendwann aufarbeiten wird, dann muss man die Rolle der Medien hier ganz klar betrachten. Ja, das war's für heute. Bei mir gibt es schlechte Nachrichten. Ich mache dazu noch ein eigenes Video, verlinke das auch später. Google schikaniert mich wieder massiv, will mir wirtschaftlich an die Existenz, Werbeverbot, meine Seite gestrichen von Google News. Unfassbar,
Ich fasse es als Kompliment auf, als Ritterschlag, aber das macht es wirtschaftlich nicht erfreulicher. Umso mehr freut mich eure Unterstützung. Alles Gute, schaut wieder rein. Danke, ciao. Reitschuster.de